Heute, das ist ein ganz besonderes Video, denn ich habe mir 2019 meinen ersten Mac gekauft, einen MacBook Pro, und das nur, um wie hier Videos zu machen. Und jetzt, in 2023, ist es soweit, einen nächsten Schritt zu machen. Und obwohl ich für das erste MacBook wirklich monatelang überlegt habe, muss ich sagen, dass der Kauf von dem neuen MacBook Pro mit dem M2-Prozessor mir wirklich sehr leicht gefallen ist. Und wir packen das Ganze heute mal zusammen aus und vergleichen es von dem Umstieg von meinem Intel MacBook Pro auf den neuen M2. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, lehnt euch zurück und los geht's! Ja, wie man es sieht, habe ich mich für die silberne Variante diesmal entschieden, weil bisher hatte ich das Space Gray Modell und ich wollte einfach mal eine andere Farbe ausprobieren, denn mir hat das silberne auch auf dem iPad so gut gefallen in Verbindung mit einem weißen Case und deshalb wollte ich es hier jetzt mal ausprobieren. Obwohl ich mir das Ganze im Apple Store vorher schon mal angeschaut habe und hatte das MacBook auch ein paar Mal in der Hand, um auch die Farben zu vergleichen, muss ich sagen, dass es jetzt nochmal anders ist, wenn es hier selbst zu Hause in der Hand ist. Und ich werde es gleich mal im Vergleich zum bisherigen Intel-Modell mit den ja etwas schmäleren Seiten auch nochmal vergleichen. Denn man muss sagen, rein vom Gefühl her ist es wirklich ja, eine solidere Maschine, etwas größer und globiger. Ich muss es einfach mal aussprechen. Es wirkt nicht so filigran und dünn wie das MacBook Pro mit der Intel CPU. Ich lege es jetzt kurz nochmal daneben, nur um den ersten Vergleich zu haben. Gerade beim Tragen merkt man es natürlich an der Seite. Ist es eine ganze Ecke dünner. Ich lege es mal kurz nebeneinander. Ja, also man sieht an der Kante hier, den Unterschied ist schon da, aber es ist nicht so massiv, wie ich dachte. Ich glaube, weil hier die Seiten auch nochmal etwas abgerundet sind, wirkt es dann nochmal etwas dünner, aber es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Was ich auf jeden Fall mega schätzen werde, ist der SD-Karten-Slot, weil es wirklich mit diesem USB-C-Dongle immer, naja, nicht so perfekt gelöst ist. Gerade wenn man auf der Couch oder sowas dann die Videos bearbeitet, ist es wirklich schön, die Karte einfach hier einstecken zu können und direkt losarbeiten zu können. Ansonsten USB-C-Steckplätze und das MagSafe-Ladekabel. Ja, ich muss sagen, ich bin auch gut mit USB-C klargekommen. Ich bin das erste Mal hier Nutzer für MagSafe auf dem Mac und bin mal gespannt, wie gut das im Alltag ist, ob es wirklich so viel ausmacht oder ob man einfach die Kabel, die vielleicht sowieso in der Nähe sind, weiterhin nutzt und dann per USB-C auch den Monitor verbindet und gleichzeitig auflädt. Aber jetzt schauen wir uns mal das Innenleben an und vergleichen das mal mit dem bisherigen MacBook Pro.
Also jetzt auch der erste Eindruck hier am Schreibtisch, muss ich sagen, die Farbe, der Kontrast Silber zu Schwarz gefällt mir wirklich sehr gut. Also da muss ich sagen, da scheine ich jetzt im ersten Moment die richtige Wahl getroffen zu haben für mich, weil es wirklich ein sehr starker Kontrast ist. Wir schauen es gleich mal im Vergleich an. Und auch von der Verarbeitung muss ich sagen, ich hatte ja da nicht so gute Erfahrungen bei meinem ersten MacBook. Das habe ich auch ein Video dazu gemacht. Packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung. Aber hier ist die Verarbeitung wirklich top. Und ich hoffe auch, dass bei der silbernen Farbe dann auch die eventuell Kratzer oder sowas nicht so deutlich sichtbar sind, weil es eben voll Alumaterial ist und dadurch keine Lackschicht darüber ist, die eventuell dann abgekratzt werden könnte. Aber das macht wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck hier, was die Verarbeitung angeht. Eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss, und jetzt lege ich mal das bisherige MacBook daneben, ist, und ich muss es zugeben, ich bin ein Fan der Touchbar. Ich weiß, da gibt es sehr getrennte Meinungen drüber, aber ich muss sagen, dass ich bisher mit der Touchbar keine Probleme hatte und so ein paar Funktionen habe ich sehr genossen. Gerade so in der Videobearbeitung, Texte größer, kleiner machen und so weiter, das konnte man damit eben sehr schön über diesen Slider machen. Ich vermisse es jetzt, glaube ich, also ich hätte auch, wenn es eine kostenpflichtige Option gegeben hätte für die Touchbar, wenn es im Rahmen gewesen wäre, hätte ich sie auf jeden Fall mitbestellt. Was aber so im direkten Vergleich jetzt echt auffällt, ist das Tastaturlayout mit dem schwarzen Hintergrund. Das macht schon auch eine Menge aus. Es sieht einfach aus wie ein kompletter Block, der da als Tastatur hingehört und der Rest ist eben das Gehäuse und nicht wie hier unterbrochen von den einzelnen Tasten. Das gefällt mir auch optisch wirklich sehr gut. Was mich am Anfang auf den Videos auch gestört hat, wo ich aber gar nicht so drauf geachtet habe, ist diese Notch-Thematik. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass jetzt dieser schwarze Balken oben hineinragt ins Display. Ich bin gespannt, ob das auch einfach dann vergessen geht. Ich freue mich auch sehr, falls es so ist, dass wirklich in dem Videobearbeitungsmodus, wenn ich ein Vollbild mache, auch meine Menüleiste oben nach wie vor da ist. Und das hilft in der Übersichtlichkeit und in der Bedienung, wenn nicht dauernd diese Menüleiste eben runterfährt und dann eben gerade da stört, was man eigentlich vielleicht drücken möchte. Wo ich auch sehr drauf gespannt bin, also wirklich drauf gespannt bin, ist zum einen die Leistung, weil gerade von dem Intel, in dem Fall war das der i9, zu diesem M2 und ich habe auch den kleinen M2 Max genommen, aufgrund der Media Engine, um eben einfach im Videobearbeitungs- und Rendermodus einfach mehr Performance zu haben, weil dieses MacBook soll auch eine ganze Zeit lang halten und da habe ich mir zumindest eingeredet, dass ich damit die meisten Ressourcen habe, um möglichst lange damit auch viele Videos zu machen. Ansonsten leistungsmäßig, ich hatte vorher schon 32 GB, nachdem ich die ersten Erfahrungen mit 16 GB gemacht habe und dann lieber auf die größere Speicher- oder Arbeitsspeichergröße gegangen bin und daher habe ich hier jetzt auch 32 GB genommen, weil einfach gerade bei größeren Projekten mit mehreren Dateien merkt man doch, dann ist durchaus der Speicher mal mit 25, 26 GB ausgelastet, gerade wenn man parallel noch andere Sachen während der Videobearbeitung offen hat und das ja, merkt man wohl dann doch, indem man nicht auf den normalen SSD-Speicher zugreifen muss, um die Arbeitsspeicherdaten eben auszulagern. Und da ist eben meine Hoffnung, mit diesen 32 GB hier auch möglichst langfristig mitarbeiten zu können. Und der zweite wichtige Punkt für mich war wirklich die Temperaturentwicklung. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil es gab jetzt einige Tests, die auch schon gezeigt haben, dass durchaus durch die höhere Taktung des M2 in dem Fall auch die Temperatur irgendwie 8 bis 10 Grad höher ist als bei den M1-Modellen vorher. Und ich bin mal sehr gespannt, inwiefern sich das hier im direkten Vergleich auch dann spürbar zeigt. Denn eine Sache, die bei dem Intel Mac mein Thema war, dass wirklich gerade wenn man auf der Couch sitzt und bearbeitet das auch im Sommer, dann bläst das MacBook mit voller Geschwindigkeit die heiße Luft hinten raus. Das MacBook ist heiß und es ist wirklich unangenehm, damit zu arbeiten. Und auch gerade die Geräuschkulisse war was, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, ich werde diesen Schritt machen, wollte aber nicht auf die erste Generation M1 gehen, sondern warten, bis ich da eben die ersten Entwicklungen getan habe und dann eben mit der zweiten Generation den Schritt machen. Und da sitze ich jetzt eben meine volle Hoffnung hier in den M2. Ein weiterer Punkt, der mich am Anfang gestört hat, war so ein bisschen die Gehäuseform des neuen MacBook Pro, weil es halt wirklich sehr viel größer und voluminöser aussah. Aber wenn ich es jetzt auch so nebeneinander sehe, ist das Intel MacBook Pro gar nicht so viel flacher. Also ich denke auch von dieser Arbeitshöhe und von dem, wie es optisch auf dem Schreibtisch hier wirkt, ist der Unterschied wirklich gar nicht so hoch. Man merkt natürlich einen kleinen Höhenunterschied, aber er ist wirklich viel, viel kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte. Was man merkt, ist, dass die Kante des Displays, vielleicht kann man es hier so in der Kamera besser sehen, hier oben natürlich auch nochmal aufträgt, zumindest an der Vorderkante. Das sieht man natürlich deutlich, aber ich denke, wenn man von hier in das Display schaut, merkt man es ja sowieso nicht, weil man eh von vorne reinschaut und sieht nicht, wie stark der Rand ist. Was das gefühlte Gewicht angeht, das ist natürlich auch immer so ein Thema, wobei ich denke, wer das große MacBook Pro 16 Zoll nimmt, hat halt immer auch dann, ja, wie gesagt, genug Gewicht im Vorfeld schon akzeptiert, aber es ist auch gar nicht so tragisch. Also wenn ich jetzt gefühltes Gewicht sagen sollte, könnte ich nicht unbedingt sagen, was schwerer ist. Vielleicht kommt mir sogar das alte MacBook Pro etwas schwerer vor, weil es eben dünner ist und dann wirkt es vielleicht
im Verhältnis zum Volumen einfach schwerer. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wer nicht so häufig unterwegs ist, der kommt vielleicht auch hier mit dem großen MacBook Pro ganz gut klar. Ich genieße es wirklich sehr, das Riesendisplay zu haben, wo wirklich viel mehr Funktionen und Fenster draufpassen, um eben gerade, wenn man bei Videoprojekten viele Sachen zusammenzieht und einstellt, nicht immer die Fenster wechseln zu müssen. Und deshalb habe ich auch hier gesagt, nimm lieber das große Display, weil ich damit an sich auch nicht so häufig unterwegs bin. Ich habe mich jetzt wirklich lange darauf gefreut, auf die neue Apple Silicon Technologie umzusteigen und bin wirklich sehr, sehr zufrieden, hier so ein toll verarbeitetes Gerät zu bekommen, um damit meine nächsten Videos zu machen. Es soll natürlich auch eine Motivation für mich selbst sein. Zum einen natürlich, dass ich ohne dieses Thema Videos nie auf diesen MacBook-Bereich oder generell Apple Mac gekommen bin und da die Videobearbeitung mit Final Cut mich eben so in den Bann gezogen hat über die Zeit und ich auch viel Energie reingesteckt habe, einmal hier auf YouTube, wie aber auch privat. Und dass daraus eben ja so viel entstanden ist, was ich mir vorher gar nicht gedacht hätte, nur indem man sich eben hier auf ein System einlässt und damit eben ständig lernt und neue schöne Sachen kreiert. Natürlich werde ich dieses Video jetzt nach der Einrichtung und auch die kommenden Videos dann mit dem neuen MacBook Pro schneiden. Und ihr dürft dann gespannt sein, wie viele Videos jetzt in der nächsten Zeit kommen, weil ich natürlich die Motivation hier habe, mit dem neuen MacBook einfach viel, viel schneller arbeiten zu können. Also wenn es dann trotz des MacBooks zu lange dauert, bis neue Videos kommen, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ja, vielen Dank, dass ihr ein paar Minuten mit mir geteilt habt. Und für mich war es auch ein sehr besonderer Moment hier mit diesem neuen MacBook. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch den Kanal, um keines der neuen Videos dann zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!